Vielen Dank für den sehr netten Applaus. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung. Und hier steht die offizielle Eröffnung des Wachauer Volksfestes hier im Stadtpark in Krems. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, dass ich Sie auch heuer wieder durch die sehr knackige und kurze Eröffnungszeremonie begleiten darf. Ja, nur ein bisschen. Also wir haben das auch recherchiert. Die Vorläufer des Wachauer Volksfests gehen zurück ins Jahr 1924. Das heißt, wir sind eigentlich seit 93 Jahren am Markt. Und nachdem es uns nur alle zwei Jahre gibt, werden wir rund der übernächsten Jahre den 100er nicht feiern können. Wir können heute schon sagen, im Jahr 2024 sind Sie alle eingeladen zu 99 Jahre Wachauer Volksfest. Und das werden wir feiern wie ein 100er. Ich habe gesagt, Veranstalter, die Elbe Media ist Veranstalter. Seit wann macht ihr das? Und jetzt natürlich die Frage, warum? Das ist eine gute Frage, auf die es keine wirklich gute Antwort gibt. Ja, es ist unsere sechste Veranstaltung, die wir machen. Wir sind 2007 eingestiegen und haben das Wachauer Volksfest eigentlich von Grund auf neu definiert. Sehr ausgerichtet auf die Gastronomie, auf die Kulinarik, auf das Unterhaltungsangebot, auf eigentlich Weltklasse-Fahrgeschäfte, und es funktioniert. Wir haben zuletzt 2015 schon 115.000 Besucher gehabt und ich glaube, wir waren 10 beim Rundgang, wir konnten heuer noch ein bisschen was draufsetzen. Ja, lieber Andi, ein Fest in dieser Dimension ist natürlich etwas kompliziert zum Aufbauen und dauert natürlich ein bisschen Zeit. Wir versuchen zum Schutz der Anrainer die Grimmstraße so kurz wie möglich zu sperren. Aus dem Grund ist alles ein bisschen knapp. Und ich war gestern hier bei Harry und ich zitiere eben kurz, gestern hat Harry gesagt, wenn man so etwas aufbaut wie diesen Stadel hier, ist man nie fertig. Fertig ist man dann, wenn der erste Gast reinkommt. Ja, Erwin hat es vorher schon vorweggenommen. Wir haben das Riesenrad der Firma Boos ausgetauscht mit einem großen Karussell, einem hochtechnischen Karussell, genannt der Flyer. Dieses Gerät ist 80 Meter hoch, also die Gondeln fliegen in 80 Metern Höhe. Und dieses Gerät hat 135 Tonnen und hat uns eigentlich die ganze Woche ziemlich auf dem Trab gehalten, um es hier reinzubekommen und auch mit der Menge Strom zu versorgen, die dieses Teil benötigt. Wir haben aber nicht nur in der Schaustellerei Neuigkeiten, heuer auf dem Wachauer Volksfest 2017, sondern wir haben auch bei der Gastronomie einige neue Partner dabei. Harry übersiedelt dankenswerterweise mit seinem neuen Lokal in der Innenstadt, mit dem Schmitz, auf den Springbrunnen. Ich freue mich auch besonders, dass heuer Michi Kolm aus Habersbach dabei ist, von Bern, Hof der Vorne beim Brunnen frische Feuerflecken mit Roastbeef macht. Und gleich daneben ein ganz neues Produkt, gibt es einen Premium-Würstelstand von der Fleischbank Höller Schmidt und vieles mehr. Es zahlt sich aus, durchzugehen. Zwei Stein Stadel 2015 gab es ihn schon, jetzt ist er noch größer geworden. Was erwartet die Gäste hier herinnen in den nächsten 10 Tagen? Naja, hier herinnen grundsätzlich stehen wir herinnen fürs Zwei Stein. Also im Zwei Stein gibt es Burger und Steaks und haben die Palette eben aufs Volksfest zusätzlich adaptiert. Es gibt Stelzen wie schon eh und vorher auch. Und heuer gibt es zusätzlich noch eine Leibspeise von mir, ein gefülltes Brathändl, weil das hat meine Mama immer gekocht und das kriegt man sonst nirgendwo. Und das habe ich mir heuer bei meinen Köchen erkämpft, dass ich das Abend aufbaue im Volksfest. Das ist relativ aufwendig zubereitet, aber ich freue mich drauf. Hast du schon einen ersten Eindruck gewonnen? Ja, was ich bisher gesehen habe, ist, dass alle Grundlagen für ein wieder großartiges Fest. Deine Seite, neue Attraktionen, wirklich tolle Betriebe, laute Qualitätsbetriebe, Top-Gastronomie hier. Und jetzt kommt noch das Wetter dazu, in dem unglaublichen Flair, das hier der Stadtpark bietet, werden wir sicher mehr über 100.000 Besucher hier haben. Gleich vorweg, wenn man das letzte Mal alles vergessen, wirklich herzlichen Dank und herzliche Gratulation dem Veranstalter für diese großartige Leistung. Und ich bedanke mich auch bei allen, die Verantwortung dafür übernommen haben und
bedanke mich bei allen, die hier mitmachen. Heute am Eröffnungstag lädst du quasi mit dem Veranstalter gemeinsam zum Tag der Kremser. Was heißt das konkret? Konkret heißt das Tag der Kremser. Wir Kremser sind ja von Grund aus sehr gastfreundlich. Wir feiern nicht gerne länger. Also je mehr kommen, umso besser. Mit dem Nebeneffekt, dass man es beim ersten Besuch, bringen sie einen Gusto auf die Stadt und kommen sicher ein zweites Mal, damit sie auch unsere Innenstadt weiter beleben ist. Es gibt einen weiteren Tag am 31. August, habe ich gelesen, da lädst du ein zum Vereinsfest. Was kann man sich da vorstellen? Ja, in der Stadt haben wir ca. 450 Vereine. Es beginnt beim Athletenclub und geht bis zum Zitterclub, aber mit TH geschrieben. Und diese Vereine verdienen einmal, dass man Danke sagt der Stadt. Wir sind eine Hochburg der Ehrenamtlichen und der Freiwilligen. Danke sagt, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger das machen, für das Wohl der Stadt machen. Und letztlich sind unsere Vereine irgendwo der Kitt oder der Klebstoff, dass die Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und es gibt also viele Gründe, hier auf dem Volksfest aktiv zu sein, dabei zu sein. Und ich wünsche uns allen jetzt wirklich schöne 10 Tage. Eine solche Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, bedarf vieler Leute. Aber ich glaube, es gibt eine Persönlichkeit, an der so viel hängt und die letzten Lebens auch der Initiator, der Motor ist. Und daher möchte ich auch namens des Landes Niederösterreich Herrn Goldfuß ein herzliches Danke sagen, dass dieses Volksfest hier in Krems jedes zweite Jahr auch stattfindet. Und all seine Mitarbeitern, die das hier gestemmt haben, vielen Dank. Krems ist neben den anderen Messestandorten, Wiesenburg, Tulln und Wiener Neustadt, einer der wichtigsten Messestandorte, die wir haben. Und daher sind wir auch dankbar, dass dieses Fest hier stattfindet. Das hat also Bedeutung über Krems hinaus für das ganze Land. Zum einen und zum anderen, glaube ich, können wir auch sagen, wir haben hier als Land Niederösterreich in der Stadt Krems sehr viel initiiert, aber auch investiert. Wenn ich so an die Fachhochschulen denke, an die Domuniversität, an das Landesklinikum, an die Frage der Medizinuniversität, an die Kunstbeile, an die Frage jetzt der Landesgalerie. Also das ist für uns auch wichtig zu sehen, was wird aus dem gemacht und kommen Leute hierher. Und ich glaube, dass diese Investitionen, die wir getätigt haben, eine große Hebelwirkung haben und daher nicht nur leidensichere Ansiedlung, sondern auch gerne wiederkommen und bei solchen Anlässen auch diese Begegnungen suchen. Ich lebe seit 1981 in Niederösterreich. Natürlich verbindet man mit Krems nur schöne Dinge. Man verbindet wunderbare Weine, man verbindet eine wunderbare Kultur, zwischenzeitlich eine große Anteil an Bildung, der hier in Niederösterreich da ist. Und ich finde, so ein Volksfest sollte der Beweis dafür sein, wenn die Menschen in Österreich, aber auch in Niederösterreich fleißig arbeiten, dann sollen sie auch richtig feiern und das Volksfest ist genau der richtige Anlass dafür. Und ich glaube, wenn man die Freude dann auch sieht, die hier vorhanden ist, dann gilt es wirklich zuallererst zu danken dem Erwin Goldfuß, den Wirten, den Ausstellern, den Schaustellern, was sie hier Großartiges auf die Beine gestellt haben. Es wird ein tolles Fest werden. Der Wein ist ein großes Thema beim Hauer Volksfest. Du selbst hast so einen Nebenjob, du bist Winzer. Jetzt mal Hand aufs Herz, der Minister hat ja doch sehr viel zu tun. Wann hast du das letzte Mal so einen Blick in deinen Weingärten, in deine Weingärten geworfen? Also ich gehe regelmäßig am Wochenende durch die Weingärten und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann natürlich nicht für die Wache aussprechen, aber für das Dreisental, es wird ein sensationeller Jahrgang. Wir haben wunderschöne Trauben, das beste Wetter, das wir uns wünschen können. Ich bin durchgegangen, war völlig erschüttert darüber, wie toll das alles ist. Und ich freue mich schon auf den neuen Jahrgang. Und ich hoffe, alle freuen sich mit uns. Jetzt trinken wir mal einen guten. Na natürlich, selbstverständlich, Herr Präsident, du bist eingeladen zum Verkosten. Allerdings, wir beenden ja die Lese am 15. Oktober. Also als Politiker, nicht als Winzer. Und du kannst dir vorstellen, wir haben eine stressige Zeit und
ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf kurz nach der Wahl. War marketingstrategisch jetzt nicht so schlecht. Vor 93 Jahren fand also der erste Vorläufer dieses tollen Festes statt. Wir haben viele langjährige Partner hier mit dabei, einige seit Jahrzehnten. Und es gibt, jetzt würde man sagen, Grund genug, einmal Danke zu sagen. Danke zu sagen und besonders verdiente Partner stellvertretend für alle anderen vor den Vorhang so quasi auf die Bühne zu holen. Und da ist gleich einmal meine Frage. Lieber Erwin, wir werden eine goldene Dauerkarte übergeben. Was ist das? Ja, das ist grundsätzlich einmal ein symbolisches Dankeschön für eine sehr, sehr lange und intensive Zusammenarbeit mit uns. Und es ist, wie das definiert, als die goldene Dauerkarte des Verkaufs auf Lebenszeit für die Familie, die dauernde Einladung, Rippeinladung zu diesen Eröffnungen und einiges mehr. Alles klar. Meine Damen und Herren, wir werden drei Personen auf die Bühne bitten. Ich beginne gleich einmal mit dem ersten Herrn. Er hat eine Privatdestillerie. Und zwar in Krems. Seit 1948 besteht die Destillerie, die durch die Psoffene Marille weltbekannt wurde. Und seit diesem Jahr ist die Familie auch am Wachauer Volksfest mit dabei. Der Stand beim Springbrunnen, die Originalholzhütte, ist unverändert ein Klassiker seit 1957. Meine Damen und Herren, wir wollen heute auszeichnen mit der goldenen Dauerkarte des Wachauer Volksfestes Herrn Bernhard Hellerschmidt. Bitte schön! Bleibt auf der Bühne. Ich habe gehört, es gibt heuer auch noch andere Gründe, um stolz zu sein und zu feiern. Ja, wir haben das 40-jährige Jubiläum der Psoffene Marille. Die Psoffene Marille ist ein Kind des Wachauer Volksfestes, wurde 1977 von meinen Eltern für diese Veranstaltung kreiert. Ausschließlich nur für diese Veranstaltung gedacht, aber mittlerweile ein Erfolg, den wir weltweit verkaufen. Gratulation, wir freuen uns sehr. Bitte noch einmal Applaus. Dankeschön. Meine Damen und Herren, er ist der größte und längst dienende Schausteller. Auch diesmal wieder präsent mit tollen Geschäften wie No Limit oder Blackout oder Magic und viele andere. Meine Damen und Herren, begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus und wir bitten ihn auf die Bühne. Herzlich willkommen, Fritz Turner Senior. Die goldene Dauerkarte des Wachauer Volksfests geht an Fritz Turner Senior. Herr Turner, ganz kurz kommen Sie noch einen Sprung zu mir. Afrock brauchen wir, genau. Warum schlägt denn das Herz so für das Wachauer Volksfest? Wann waren Sie überhaupt das erste Mal mit dabei? Wissen Sie das noch? Ja, mit 2 Jahren. Na wirklich wohl? So lange seid ihr schon mit dabei. Warum sagt ihr, ihr kommt immer gerne in die Wachau? Das schönste Volksfest ist die Österreich. Mehr brauchen wir nicht anders. Dankeschön. Und eine Persönlichkeit haben wir noch, meine Damen und Herren. Er ist die Platzmeisterlegende. Im Hauptberuf AHS und FH-Professor. Ohne ihn geht hier am Platz gar nichts. Nur er weiß, wie der sprichwörtliche Hase in diesem Park läuft. Meine Damen und Herren, die goldene Dauerkarte des Wachauer Volksfests geht an Magister Alfred Zeller. Bitte schön. Alfred, ist in diesen Minuten der ärgste Stress vorbei oder ist noch alles auf 100 oder wie schaut es bei dir im Moment drinnen aus? Ich bin schon runtergekommen. Es hat von 3:45 war die letzte Arbeit, die ich gemacht habe und jetzt kann ich dann nach Hause fahren und eine Kanäle vielleicht trinken. Vielen Dank.
Wie viele Kilometer sind das während des Volksfestes, während der Aufbauarbeiten, die du hier um und um rennst? Ungefähr. Ich bin früher immer mit einem roten Moped gefahren, aber jetzt bin ich schon relativ alt und gehe zu Fuß. Und mit dem Moped waren es ungefähr 40 Kilometer. Na, wir sagen Dankeschön. Es soll für dich eine besondere Auszeichnung sein, die goldene Dauerkarte des Macauer Volksfestes. Gratulation nochmal. Und jetzt machen wir es offiziell, meine Damen und Herren. Der Bieranstich, und da brauche ich Profis. Meine Damen und Herren, wir eröffnen jetzt das Macauer Volksfest. Es ist der Herr Bundesminister mit dabei, der keine Angst hat, dass er der Bürgermeister auf seine Hand schlägt. Kein Problem. Ich gebe ihm einfach sonst kein Geld mehr. Okay, ich glaube, er wird sehr sanft hingehen. Der Herr Präsident hat bereits hier alles vorbereitet. Meine Damen und Herren, darf ich bitten, dass wir gemeinsam von 5 runterzählen. Können wir das probieren? Ein Schlag muss es sein, Herr Bürgermeister. Anna, gell? Wir zählen. 5, 4, 3, 2, 1, ha! Na Moment, da kommt aber noch nichts raus. Oh, ist da einen Applaus, bitteschön, meine Damen und Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erklären das Macauer Volksfest offiziell für eröffnet. Viel Spaß an den nächsten 10 Tagen. Dankeschön.